Leben sehen schon wieder so bedenklich aus. Und das ist nur wegen meiner Dummheit jetzt gerade. Wie gesagt, also ich bin nicht der Meinung, dass man das hier mit dem Teil überleben kann. Der geht schon weg, ey. Das ist aber auch voll schlechte Steuerung unter Wasser. Da kann ich nur was besser tun. Scheiß. Muss ich das doch überleben hier mit? So, dann wäre wahrscheinlich unten nochmal das Ding und wenn jetzt jemand Lust dazu hat, kann er nochmal runtergehen und sich das dann zerstören und oh mein Gott, nein, nie im Leben. Dann gehen wir zu Double Heater, wo ich mir gleich noch ein Leben weggehen werde, weil ich zeigen will, was passiert, wenn ich von... Ja. Du hast ja schon einige Partys platzen lassen, aber ich hätte nie gedacht, dass du so weit kommst. Wenn du nicht umkehrst, werde ich dich und dieses Universum ewig dafür büßen lassen. Aha. Kleiner Haken bei der Sache ist, ich schätze mal nicht, dass das klappt. Oh, schade. Shit. Man kann dich übrigens nicht zerstören. Unzerstörbar. Ja, es ist ein neuer Gegner. Mag ich jetzt auch nicht unbedingt. Also wird kein Lieblingsgegner von mir. Ja, man kann es kaum glauben, es gibt von mir. Es gibt tatsächlich Lieblingsgegner, die ich habe. Man muss halt mit Doppelsprung. Was passiert, wenn man dann getroffen wird? Was geht denn jetzt, wo ich es eigentlich mal zeigen wollte? Naja. Kollege. Der ist gegen weg. Trau ich mich. Ja, ich traue mich dann, das Leben zu holen. Ah, den Double Leader werde ich dann wahrscheinlich vorzeigen. Außer ich will jetzt auch unendlich viel Leben. Ich voll unnötig werden. So, ja, über den kann ich es nicht voll schlecht zeigen. Na toll, ich habe es immer noch nicht gezeigt. So ein gescheiter Dummy, der ist. Den kann ich nicht lieber stützen. Bevor ich überhaupt gezeigt habe, ab. Das bringt ja dann auch nicht. Einerseits würde ich ihn lieben. Was ich sowieso tun würde, aber ihr seht nicht mal, was passiert. Ja, ich bin hier schon. Leben. Das sind Äpfel. Und ja, mein Checkpoint. Da ist ein hässlicher Magier. Der mich in einen Frosch verwandelt. Ja, jetzt seht ihr auch mal, was passiert, wenn er mich trifft. Jetzt war ich ja so gut mit allen Seiten. Ich komme ja gar keine Double wieder mehr. Oh, jetzt will ich mal zeigen, was passiert. Das ist so weit hin. Da war schon lange kein Checkpoint mehr. Ich mach's fürs Let's Play. Wenn ihr irgendwas gegen meine englische Sprache habt, ja. Ich bin noch nicht lange in Englisch. Ich bin noch nicht wirklich gut.
Ich habe jetzt fast, ich habe jetzt vielleicht fast ein halbes Jahr Englisch erst. Also. Also seid mir nicht böse. Nein! Wieso? Ich hätte in eine andere Richtung gehen sollen. Jenny, vielleicht können wir mal ein Leben raus. So, jetzt überlebe ich das auch mal. Es gibt mir ein Leben. Und meine 55 Äpfel. Backe ich noch. 60. Okay. Ja. Jetzt habt ihr es gesehen. So, jetzt werde ich es auch nie wieder zeigen. Oder ich werde es versuchen. Ich kann leider für sowas nicht garantieren. Aber ich würde es freuen, wenn sie sehen bekommt. Garantiert, ich kenne mich dabei. Das ist ein Mensch. Jetzt. Och man, das ist doch überhaupt. Da zeige ich es immer und. Beim nächsten Mal. Bei ach, ich hasse sie. Die verfolgen einen. Leben. Ey, wieso? Komm schon. Das ist doch nicht fair. Die verfolgen einen so extrem. Man darf keine Doppelsprünge haben. Das funktioniert nicht gut. Das ist manchmal. Das ist fucking. Ich will nicht sterben und ich muss auch was jetzt noch nicht. Ich schaff das schon. Das sind übrigens auch keine wirklichen Magier, man hat ja gesehen, die tragen so ein Magierkittel. So, ich möchte mir das lieber. Das ist hässlich. Oh, 3. Checkpoint. Schön. Aber ich wusste es ja nicht mehr. Ach, nichts. Ich hab gedacht, hier kommt es. Bei so einem anderen. Immer nach den Nipfeln. So, und jetzt kommt eine Stelle, die ich nicht mag. Preis gekrönt. Gott, ich will nicht sterben. Jetzt soll ich das auch noch durchgehalten. Komm schon, Äpfel. Na toll, ich will sterben. Ich will sterben, weil mir ein Apfel gefehlt hat. So, jetzt habt ihr gesehen. Da kommen wir jetzt auch noch Uka Uka. Das Mieseste ist, ich darf das jetzt nochmal von anfangen. Double Header.
Ja. Theo, Theo. Dot, dot. Alle Double. Double Header. Und jetzt zeige ich's viel zu oft schon wieder. Das ist doch wirklich nicht so toll. Mann. Oh, natürlich gehen auch meine ganzen Äpfel weg. Das ist natürlich das Schlimmste, weil ich 99 hatte. Wieso? Wieso habe ich keine 100 gehabt? Dann hätte ich... euch eventuell das Geld einfach sparen können. Ich bin halt kein Pro-Gamer. Zum Spaß. Echt kein guter Spieler, also. Das Crash doch so langsam ein bisschen raus. Ey Mann, wieso machst du keinen gescheiten Doppelsprung mehr, Crash? Gar nicht mehr so. Das wird lange. Also die Länge dieser Welt hier vergleichsmäßig zu der vorherigen echt. Aber ab hier wird es dann wirklich, wie ihr wahrscheinlich seht, wirklich schwer. Hier ist dann nichts mehr mit Spaß. Oh, vor allem, weil die Magier immer öfter und öfter und öfter kommen. Abgewitzt ist dieses Spiel echt böse. Weil da die Magier kommen. Die Magier sind los. Ach, hallo Magier. Wir haben die richtige Taktik. Ich hab gedrückt. Ich hab die Drehattacke gedrückt. Niemand kann sagen, dass ich sie nicht gedrückt habe. Ich hab sie gedrückt. Spiel, willst du mich verarschen? Puh, immerhin ein Leben. Ich will eigentlich nicht nochmal Game Over gehen. Leider so lange, der vielleicht dem Fall entspricht. Aber es funktioniert tatsächlich wieder. Okay. Ich mag die Bonus-Level hier irgendwie nicht so. So ewig lang. Aber dafür sind sie regelreich. Crash 1 kriegt man immer nur solche Bonus-Level, wenn man da solche drei Kugeln hat. Aber wusstet ihr auch, dass man solche kriegt, wenn man solche drei Embryo-Köpfe hat? Das Problem ist, ich schätze mal, die Belohnung wird einerseits höher sein. Aber... dafür sind die Level wirklich... also, ich habe jetzt nur ein einziges Level gesehen und das war eines der ersten Embryo-Levels, die es überhaupt gab. Und es war, ja, was soll ich sagen, es war schwer bis zu... es war, im Prinzip sieht man ja manchmal so, so Ketten machen aus Kisten, also hintereinander gegen viele springen und man hat keinen Boden. Jetzt sollte man aber das gleiche machen, nur mit TNT. Toll, oder? Voll toll. Naja, ich bin... kackt. Ich hab's nicht geschafft. Kann es sein, dass gerade irgendwie ein bisschen auf das kommt? Ja, es liegt am Mikro, kann man sagen. Wenn ich pöckisch geht, ausatme, dann kommt halt immer solche Geräusche. Aber ja, es geht. Wieso hatte ich vorhin nicht hier rum? Oh Mann, das ist doch nicht zu schaffen, ey. Ich kann nicht so schnell springen. Tut mir leid. Ich weiß, diese Stelle, die fand ich immer am schwersten von dem Level Double hier. Wieso musste ich euch auch zeigen, was passiert, ey? Ich bin so immer gesehen. Komm. Ey, guck, das ist doch wohl nicht zu schaffen.